Guten Abend miteinander. Zuerst vielen Dank, Herr Scandona, als Hausherr des Museums Neuhaus für Ihre freundliche Einladung zur Veranstaltung von heute Abend. Aber auch dir, Conny Madder, irgendwo bist du wieder verschwunden, als Vertreter des Vereins der Freunde des Museums Neuhaus. Dann aber begrüße ich Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr herzlich, meine lieben Freunde. Eine kurze Vorbemerkung zuerst. Auf der Einladung ist vom Netzwerk eines Kindesartes die Rede. Nun, Netzwerk hört sich so sachlich, förmlich an. Ich möchte meine Erzählung eigentlich vielmehr als buntes Beziehungsnetz eines Kinderarztes verstanden wissen. Beziehungen ja, aber nicht etwa im zu Recht verpönten Sinne eines Nepotismus. Ganz im Gegenteil. Es sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die mich im Leben faszinieren und die so vieles möglich machen. Biel erzählt, eine Vortragsreihe des Museums Neuhaus, die mittlerweile Tradition hat. Zahlreiche Bieler haben hier aus ihrem Leben in Biel berichtet. Heute ist die Reihe an mir. Ich will Ihnen erzählen aus meiner Bieler Zeit. Wir sind Zugezogene, vermutlich wie viele von Ihnen. Wir haben andere Wurzeln. Aber das Jahr 2010 ist für mich und unsere Familie unser 38. Bieler Jahr. Es ist die Hälfte, ganz genau, unseres Lebens. Wie Sie sehen, ich habe keinen Computer mitgebracht, keinen Beamer. Erwarten Sie keine PowerPoint-Präsentation. Ich komme mit leeren Händen, aber mit vielen Erinnerungen. Lassen wir für einmal wieder das Wort Wort sein. Wir werden ja visuell ohnehin übersättigt. Ich habe mir eine Causerie vorgenommen. Im Lexikon wird eine Causerie als eine unterhaltsame, gebildete Plauderei in geselliger Gestalt erklärt. Es fehlt dazu nur noch das Kaminfeuer, das aber vor kurzem erst in der Museumsnacht hier im oberen Stockwerk brannte. Es gibt in meinem Leben eine Zeit vor Biel und eine Zeit in Biel. Erlauben Sie mir, gewissermaßen als kurzer Prolog, kurz zu berichten, woher ich komme. Aufgewachsen bin ich in Basel, zur Schule gegangen, habe den Schulweg ins Gymnasium sogar mit meiner Frau damals schon geteilt. In Basel habe ich auch Medizin studiert und mit dieser Stadt bleiben wir sehr verbunden. Schon am Gymnasium begegnete ich großartigen Lehrerpersönlichkeiten. Walter Widmer, er war der Vater unseres Schweizer Schriftstellers Urs Widmer. Er hat uns Gymnasiasten in ungeahnte Welten der modernen Literatur aufgestoßen. An der Universität traf ich dann auf den Zoologen und Anthropologen Adolf Portmann. Er erklärte uns die großen Begriffe, die er selbst geschaffen hat, vom Menschen als physiologische Frühgeburt, für uns Pädiater ein wesentlicher Begriff, und als sekundärer Nesthocker. Er machte uns aber darüber hinaus auch vertraut mit einem allumfassenden Menschenbild. Daneben fand ich glücklicherweise auch noch Zeit, beim großen Existenzphilosophen Karl Jaspers ins Nietzsche-Seminar hineinzusitzen. Dort begann ich zumindest zu erahnen, dass die Welt auch noch anders als alleine naturwissenschaftlich gedacht werden kann. Die junge Jeanne Hersch war damals noch seine Vorlesungsassistentin. Ich habe sie dann 30 Jahre später nach Biel ins Kongresshaus einladen können, wo wir an einer Ärztefortbildung mit ihr das sogenannte Recht auf Gesundheit diskutierten. Basel ist mit seiner langen, weltoffenen Geschichte in Handel, Wissenschaft, Kultur,
gerade auch für junge Menschen eine außergewöhnlich stimulierende und prägende Stadt. Da sehe ich plötzlich wieder Leopold Biberti vor mir als Mohr von Venedig im Otello auf der Basler Bühne stehen. Wenn er zu sprechen anhob, dann verspürten wir Gänsehaut. Unvergessen auch seine Auftritte zusammen mit der damals jungen Maria Schell. Nun, es folgten die Lehr- und Wanderjahre. Zunächst nach Deutschland. Der Zweite Weltkrieg lag damals erst 15 Jahre zurück. Marburg an der Lahn, die alte, ehrwürdige Universitätsstadt, der Ort der Marburger Religionsgespräche, theologische Auseinandersetzung zwischen Luther und Zwingli. Dort verdiente ich als Schweizer Benjamin meine Spuren in der Pädiatrie ab. Dort lernte ich auch noch die alte deutsche harte Schule kennen. Wenn es zur Visite ging, marschierten Oberärzte und wir Assistenzärzte in geschlossener Zweierkolonne hinter dem Chef her. Ich habe keinen Schaden genommen. In den frühen 60er Jahren lernten wir dann für 3 Jahre eine ganz andere Welt kennen, die USA. Ich hatte die große Chance, mich bei meinem hochverehrten Lehrer Lit Gardner zusammen mit vielen anderen Postdoctoral Research Fellows insgesamt aus 10 verschiedenen Nationen in die pädiatrische Endokrinologie, die Erkrankungen der Hormondrüsen, einzuarbeiten. Das war beruflich, aber auch allgemein menschlich eine außerordentlich fruchtbare Zeit. Mein Chef war ein hochkultivierter Weltbürger. Er lebte uns eine großartige Vertrauenskultur vor. Er förderte uns alle uneigennützig. Schweren Herzens kehrten wir in die Schweiz zurück, aber der Entschluss war richtig. Es folgten dann fast 10 Jahre in Bern an der Medizinischen Universitätskinderklinik. Nach der Erlangung des Facharzttitels folgten die Oberarztjahre, Mitarbeit in der Klinikleitung und auch die Leitung eines Forschungslabors. Mein Lehrer in Bern, Professor Ettore Rossi, scharte eine junge Equipe um sich. Er war eine treibende Kraft in der sich rasch entwickelnden Schweizer Pädiatrie. Es herrschte eine eigentliche Aufbruchstimmung. Die Auguren der St. Galler Wirtschaftshochschule planten für immer mehr Kinder, immer mehr und immer größere Kinderspitäler. Aber es kam ja dann alles ganz anders. In dieser Zeit entschied der Kanton Bern, die Pädiatrie in Biel auszubauen. Hier stand seit 1903 schon ein eigenständiges Kinderspital, eines der ältesten Kinderspitäler der Schweiz. Das kinderlose Ehepaar Johanna und Sigmund Wildermett war für die damalige Zeit mit seiner Stiftung schon im Jahre 1869 außerordentlich weitsichtig und modern. Das Legat musste zuerst Zinsen tragen, bis das Kinderspital Wildermett 1903 eröffnet werden konnte. Das Spital wurde damals nebenamtlich geführt und konnte verständlicherweise mit der Zeit den wachsenden Ansprüchen einer modernen Pädiatrie nicht mehr gerecht werden. Der Kanton beschloss deshalb, das Kinderspital Wildermett ab den Jahren 1972-73 mit hauptamtlich angestellten Chefärzten zu besetzen, sowohl für die Kindermedizin als auch für die Kinderchirurgie. Diese Umstände weckten auch bei mir neue Überlegungen. Ein Erlebnis in einem militärischen Wiederholungskurs trug dann das Seine zum späteren Entscheid bei. Viele von Ihnen erinnern sich noch an den Bieler Augenarzt Werner Bammert. Werner Bammert war damals Kommandant einer Sanitätsabteilung und ich im Stab sein AC-Schutzoffizier. Während eines WK sagte er zu mir: Rolf,
Wir in Biel brauchen einen neuen Chefarzt am Kinderspital Wildermet. Dr. Richard Weber geht in Pension. Der Kanton will das Spital ausbauen und es mit hauptamtlichen Chefärzten besetzen. Melde dich bitte. Nun ja, ganz so einfach war das auch wieder nicht. Auch in Bern standen mir Möglichkeiten offen. Biel war Neuland, überschaubar und eigene Ideen waren gefragt. Ein Bieler meinte damals zu mir, in Biel ist vieles machbar. Hier hast du mehr Freiraum als anderswo, aber helfen wird dir niemand. Und kosten dürfen neue Ideen auch nichts. Die Stade de Bienne lassen grüßen. Nach sorgfältigem Abwägen entschied ich mich für Biel. Der Entscheid wurde von meiner lieben Frau mitgetragen, so wie allemal früher und auch bis heute. Es wurde eine große Herausforderung, steinig zuweilen, aber an Hindernissen wächst man bekanntlich. Finalement sind wir jetzt 38 Jahre Wahlbieler und werden es auch gerne bleiben. Kinderspital Wildermet ist das Stichwort. Ja, darüber ließe sich einen ganzen Abend lang berichten. Denken wir aber an den Apparat, den uns Herr Scandola versprochen hat. Am 1. Januar 1973 sind wir dann zu neuen Ufern aufgebrochen, zusammen mit Jean Klingler, der sich mir als neuer Oberarzt aus der Berner Klinik angeschlossen hatte. Ihm verdanke ich persönlich sehr viel. Er hat Wesentliches zum guten Gelingen beigetragen. Der Entscheid der Regierung, hier in Biel als zweitgrößter Stadt im Kanton für die Kindermedizin ein zweites regionales Zentrum zu errichten, war sicher notwendig und richtig. Es war vernünftig, auf vorbestehende Strukturen aufzubauen und das Spital neu, ärztlich, hauptamtlich zu führen. Ein hochgestecktes Ziel, denn die bereitgestellten Ressourcen waren schon von Anfang an sehr beschränkt und der gesundheitspolitische Entscheid fiel mitten in den sogenannten Pillenknick, welch ein unschöner Begriff. Und die 1935 mit großen Hoffnungen und auch mit vielen Erfolgen eröffnete General Motors, die GM, schloss nach 40 Jahren 1975 ihre Pforten. Tausende von Arbeitsplätzen gingen verloren, eine große Abwanderung vieler Familien setzte ein, Biel schrumpfte in kurzer Zeit. Das war nun für das neu ausgerichtete Kinderspital Wildermet ein gewagter Balanceakt. Einerseits hohe Erwartungen an eine moderne, qualitativ hochstehende Pädiatrie und andererseits ein plötzlich einsetzender Bevölkerungsrückgang. Unser Personal damals, ein Chef, ein Oberarzt und zwei Assistenten hatten wir übernommen, einen Iraner und einen Griechen. Schon damals waren wir auf Ausländer angewiesen. Mit dieser kleinen Equipe mussten wir schon im zweiten Winter wegen zahlreichen Atemwegserkrankungen bei damals noch 100 Spitalbetten einen ersten Ansturm mit 115 belegten Betten bewältigen. Wir waren vollkommen überbelegt. Wir schafften es. Jahre später wurde ein dritter, dann ein vierter und schließlich als großer Luxus ein fünfter Assistenzarzt bewilligt. Am Wildermet waren wir immer polyvalent. Kindermedizin und Kinderchirurgie teilten sich immer brüderlich in das Assistententeam. Wo anders in der Schweiz wäre das wohl möglich? Mein damaliger Oberarzt, Dr. Avi Blumberg, wurde zum leitenden Arzt befördert, aber das musste alles hart erkämpft werden. Wie sah das Wildermet baulich damals aus? Im Westen der erste Spitalbau aus dem Eröffnungsjahr
1903, daneben der 1958 renovierte Ostbau, dazwischen ein schöner alter Baumbestand. Wir pendelten von Osten nach Westen und umgekehrt. Bei Regen benutzten wir einen unterirdischen Verbindungsgang. Darin flitzte unser Assistenzarzt aus Arberg, er sitzt dort in der zweiten Reihe, Dr. Ueli Kastelberg, auf einer im Dachstock gefundenen Kindertrottinett mit wehendem Arztmantel zwischen beiden Gebäuden hin und her, um so Zeit einzusparen. Die 52 Jahreswochen teilten wir, Jean Klingler und ich, redlich untereinander auf, um den Chef- und Oberarztdienst rund um die Uhr sicherzustellen. Von der Berner Kinderklinik her waren wir es gewohnt, dass der Dienstarzt uns jeden Neueintritt meldete, auch nachts, damit das weitere Vorgehen unmittelbar am Krankenbett besprochen werden konnte. Wie wir das bewältigt haben, nun, das fragen Sie dann während des Apero am besten unsere Frauen. Zu Hause saßen wir in Reichweite des Telefons, begleiteten wir am Samstag unsere Frauen auf den Markt, dann kannten wir alle Telefonkabinen oder fragten in jedem zweiten Geschäft, darf ich mal kurz telefonieren? Später gab es dann ein Walkie-Talkie, das erlaubte schon mal Spaziergänge mit dem Hund. Das Natel war noch nicht erfunden. Nun, wie war das Kinderspital Wildermett damals positioniert? Positioniert im Kanton und in Biel. Kantonal und regional war das bisher nebenamtlich geführte Spital begreiflicherweise den modernen Ansprüchen nicht mehr gewachsen. Viele Kinder wurden deshalb von der Ärzteschaft direkt der Kinderklinik in Bern zugewiesen. In Biel selbst bestand zwischen dem Kinderspital Wildermett und dem damaligen Bezirksspital ein tiefer virtueller Graben. Das Wildermett stand allein auf weiter Flur. In der Bevölkerung zwar war das Spital historisch sehr gut verankert, ein großes Kapital notabene. Aber von den Kollegen und der Spitalleitung am Bezirksspital wurde es damals nicht eigentlich ernst genommen. Es ist uns dann gelungen, immer auch zusammen mit meinem kinderchirurgischen Kollegen Dr. Jean Ehrensberger, diese Situation im Lauf der Jahre grundlegend zu ändern. Vieles hat dazu beigetragen. Wir konnten bald schon neben der Kindermedizin und der Kinderchirurgie ein drittes Standbein etablieren. Durch Romano Doriani und Claude Begla, die ebenfalls hauptamtlich geführte Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die ehemalige Abteilung für zerebral gelähmte Kinder wurde unter der beharrlichen Chefärztin Hilde Thalmann zum Zen. Das hat nichts mit dem Zen-Buddhismus zu tun. Das Zen ist heute ein richtungweisendes Zentrum für Entwicklungsförderung und pädiatrische Neurorehabilitation. Ist alles sehr kompliziert, deshalb heißt es Zen. Mit Hilde Thalmann zusammen konnten wir auch eine leistungsfähige Physio- und Ergotherapie für unsere Kinder weiter ausbauen. Das kam wiederum den Früh- und Neugeborenen ebenso zugute. Dann die Neurologie. Wir konnten den Bieler Neurologen Dr. Heinrich Hoffet gewinnen, welcher unsere EEG-Station aufgebaut hat, die Elektroenzephalographie. Bei Epileptikern werden damit die diagnostisch wichtigen Hirnströme abgeleitet. Später wechselte Dr. Filippo Donati von der Neurologie am Inselspital zu uns nach Biel, übernahm die EEG-Station und die pädiatrische Neurologie, baute sie weiter aus und ist heute der Chefarzt Neurologie am Spitalzentrum für die Kinder- und gleichzeitig auch für die Erwachsenenmedizin. Mit der Hilfe des Bieler Lungenarztes Dr. Urs Ebi hielt später auch
ein Lungenfunktionslabor im Wildermetteinzug, eminent wichtig für die Betreuung der vielen asthmakranken Kinder. Stolz waren wir immer auch auf unser Labor, fest in den Händen der Cheflaborantin Frau Greti Ruska. Mit ihrem kleinen Team von stets motivierten Mitarbeiterinnen kamen wir in den Genuss einer Labormedizin in nächster Nähe des Krankenbettes. Lag ein Kind mit Verdacht auf Hirnhautentzündung auf der Notfallstation, so hielt der Dienstarzt das Laborresultat der untersuchten Rückenmarksflüssigkeit schon wenige Minuten später in der Hand. In der Kindermedizin sind noch andere Infrastrukturen von Bedeutung. Alles Zusatzkosten. Ich denke an den Spitalkindergarten, an die Spitallehrerin für Kinder mit längeren Schulabsenzen. Auch waren wir das erste Kinderspital, welches eine unbegrenzte Besuchszeit einführte. Wir wollten die Eltern nahe bei unseren Kindern wissen. Damit das alles möglich wurde, war eine bauliche Erweiterung erforderlich. Ein Markstein hin zum neuen Kinderspital war der 1977 in Betrieb genommene Behandlungstrakt. Damit wurden der Ost- und der Westtrakt miteinander zentral verbunden. Es wurden ideale Arbeitsbedingungen geschaffen. Die Röntgenabteilung, ein leistungsfähiges Labor, eine Intensivpflegestation, auch für Früh- und Neugeborene, Operationssäle und endlich auch ein Ambulatorium. Aber auch die äußere Gestaltung kam nicht zu kurz, die Kunst am Bau. Unsere regionalen Künstler, allen voran der Kunstmaler Martin Ziegelmüller und der Bildhauer Peter Travalini, gaben dem Neubau künstlerisch eine kindergerechte, ja geradezu für Kinder einladende Erscheinung. Die vorausgegangene Planung und Realisierung waren zwar ein erkleckliches Stück Mehrarbeit, aber unter der Leitung von Henri Estoppe, der als Verwaltungsrat die Baukommission souverän präsidierte, war das auch ein Vergnügen. Er brachte es fertig, den Baukredit zu unterschreiten. Wissen Sie ein zweites Beispiel? Henri Estoppe war ein Gentleman im Dienste am Gemeinwohl. Servir et partir, das war seine Devise. Nun, es folgte die schrittweise Annäherung bis zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Spitalzentrum Biel. Die Neonatologie wurde gewissermaßen zum Scharnier. Wir erbrachten für die Frauenklinik bis zu 1000 Konsilien im Jahr. Das war eine Zusammenarbeit Hand in Hand. Kranke Neugeborene wurden ins Wildermett verlegt, wo wir auf der Intensivpflege unserer Neugeborenenstation auch intubierte Neugeborene über Tage beatmen konnten. Dies dank auch dem großen Engagement unserer Kinderanästhesie. Für längere Zeit war eine nur 460 Gramm schwere Frühgeburt das kleinstgeborene Neugeborene in der Schweiz. Im Alter von 3 Jahren hatte Cindy an der Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie ihren kurzen Auftritt und zog stolz seine Spielzeugente hinter sich her über das Rednerpodium. Mit dem großen Bruder in Bern, Franco Vasella schaut mich an, blieben wir gut vernetzt. Die Fachkollegen der pädiatrischen Subspezialitäten machten es möglich, zum Beispiel auch krebskranke Kinder lange Zeit in der Nähe ihrer Familien zu behandeln und zu betreuen. Aber in der Region sollen die lokalen Kräfte koordiniert und genutzt werden. Mit den Kollegen am Spitalzentrum ließen sich Fachkenntnisse auch zugunsten unserer Kinder erschließen. Ich denke da an die Kardiologie, Gynäkologie, Orthopädie, Radiologie und anderes.
Das alles trug viel zum immer näheren Zusammenrücken bei. In den 90er Jahren wurden wir Chefärzte vom Wildermet Mitglied des medizinischen Führungsausschusses am Spitalzentrum. Wir saßen konstruktiv um einen Tisch zusammen. Dort wurde auch der definitive Schulterschluss vorbereitet. Ich erinnere mich gut an die Klausurtagungen. Eine wichtige war die Retraite im Schloss München-Wieler. Damals wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Seit wenigen Jahren nun ist das Kinderspital Wildermet unter dem gemeinsamen Dach des Spitalzentrums Biel. Dabei wurde aus dem alten Wildermet weder ein Altersheim noch Luxuswohnungen. Diese Pläne existierten leider für eine Weile. Nein, das alte Wildermet konnte großzügig renoviert werden und wird jetzt ausschließlich für weitere kindermedizinische Zwecke genutzt, wie zum Beispiel für die neue Kinder- und Jugendpsychiatrische Tagesklinik, die nächste Woche eröffnet wird. Insgesamt haben wir damit ein regionales kindermedizinisches Zentrum in Biel, das sich sehen lassen darf. Bleiben wir noch kurz bei der Kinderpsychiatrie. Vom Wildermet, speziell von unserem Kinderpsychiater Romano Toriani, ging zudem der Anstoß aus zur spitalexternen sozialpsychiatrischen Betreuung gefährdeter Kinder und Jugendlichen. Die TWG, die therapeutische Wohngruppe, ist ein Wohnheim mit intensivem Miteinbezug der elterlichen Verantwortung. Die TWG ist untergebracht in der wunderschönen Campagne auf dem Gigax-Areal. Es ist zudem auch ein therapeutisches Bijou mit erwiesener Nachhaltigkeit, selbst von der kantonalen Gesundheitsbehörde speziell gelobt. Lehre und Forschung sind Kernaufgaben der großen Kliniken, aber klinisch ausgerichtete Forschung ist auch in der Region sinnvoll und zahlt sich aus. Ich denke da an eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe zwischen Wildermet, dem Geografischen Institut und der Anatomie der Uni Bern. Zusammen mit Heinz Wanner, dem heute international bekannten Ordinarius für Klimatologie, machten wir in der Region Biel Luftschadstoffstudien, ausgelöst durch das gehäufte Vorkommen von Pseudokrupp, dem falschen Krupp, bei Bieler Kindern in den nebligen Wintermonaten. Ein anderes Beispiel: Kinder mit Leistungssport, besonders Mädchen, durchlaufen eine verspätete Pubertät. Dieser Frage sind wir zusammen mit dem Forschungsinstitut an der Sportschule Macklingen nachgegangen. Es stellt sich die Frage, wie weit ist eigentlicher Leistungssport bei Jugendlichen sinnvoll? Das Kinderspital Wildermet wurde auch Lehrspital für die Wahljahrstudenten aus Bern und Zürich. Auf die Weiter- und Fortbildung unserer Mitarbeiter legten wir großen Wert. Wir haben dabei auch sehr heikle Themen wie das Sterben bei Kindern aufgegriffen. So war zum Beispiel der Gastaufenthalt der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross eine sehr nachhaltige Erfahrung für uns alle. Nicht nur lag uns die praxisorientierte Ausbildung zukünftiger Kinderärzte sehr am Herzen. Ganz bewusst gaben wir auch angehenden Fachärzten für Allgemeinmedizin Gelegenheit, die Pädiatrie aus der Nähe kennenzulernen. Noch einmal, Uli Kastelberg ist ein treffendes Beispiel dafür. Diese zusätzliche Kompetenz hat im Seeland sich ausbezahlt. Es hat auch viel zum Dialog zwischen der Ärzteschaft und dem Spital beigetragen. Nun noch zur Ambiance am Kinderspital Wildermet.
zur Unternehmenskultur gewissermaßen. Das gehört zu meinen wertvollsten Erinnerungen. Ich empfand das Kinderspital Wildermett in der Bieler Spitallandschaft gewissermaßen als KMU, als Klein- und Mittelunternehmen also. Die Ambiance war sehr familiär, mit viel Gemeinschaftssinn, Betriebsidentifikation, ein Unternehmen mit Belegschaft und Patrons, wie man zu sagen pflegte. Jeder und jede wusste, für wen und wozu man arbeitete und sich engagierte. So ließ die unvergessliche Frau Meile an der Rezeption Patienteneltern und die eigene Belegschaft jederzeit spüren, dass Wildermett war ihr Betrieb. Ein solches Klima kann nicht erzwungen werden, da helfen weder Organigramme noch Arbeitsrichtlinien, das muss täglich gelebt werden. Das war auch die Grundlage für ein medizinisches Engagement und Betreuung, welche gelegentlich deutlich über das Übliche hinausging. Ein Beispiel. Zusammen mit einem speziell geschulten Pflegeteam und dem Sozialdienst unternahmen wir mit den Diabetikern, den zuckerkranken Kindern, im Sommer Jurawanderungen und im Winter Skiausflüge. So konnten die betroffenen Kinder durch eine gute Patientenschulung eine ähnliche Freizeitgestaltung erleben, wie sie für ihre gesunden Schul- und Alterskameraden selbstverständlich sind. In dieser Ambiance kamen auch viele gesellige Betriebsanlässe zustande. Sommernachtsabende auf der Spitalterrasse, Produktionen der Assistenten zum Jahresschlussessen, das gab es damals noch, Skiausflüge, Wanderungen im Simmental über den Rinderberg nach Gstaad, allen voran unser Zahnarzt Gerhard Tompke, sein Alphorn blasend. Kanufahrten auf der Lou im französischen Jura mit Zeltlager im Pfadfinderstil. Im Sommer gab es dann ein Personalausdauerschwimmen von Ligerz auf die Petersinsel und zurück. Das gab einen starken Zusammenhalt. Wer in öffentlichen Spitälern arbeitet, der hat mit Finanzen und vor allem auch mit Politik zu tun. Immer wieder wird von Kindern gesprochen, die die Zukunft des Landes verkörpern. Oft nur ein leeres Lippenbekenntnis. Diese Kinder und erst recht die Neu- und Frühgeborenen sind doch so viel kleiner als die Erwachsenen. Also müsste auch ihre Medizin so viel billiger sein. Das Gegenteil ist Realität. Die Budgetsorgen am Wildermett waren oft schwer erträglich. Von den Gesundheitspolitikern und Krankenkassen wurden wir im Vergleich zu unseren Kollegen am Spitalzentrum an allen Ecken und Enden gedrückt. Dazu eine kleine Episode. Nicht nur mussten wir selbst Bleistifte schriftlich bestellen. Ein großgewachsener Oberländer Assistenzarzt konnte sich nur in kauernder Stellung im ohnehin durchhängenden alten Dienstarztbett zurechtfinden. Der Spitalverwalter hatte dafür kein Gehör. Der junge Mitarbeiter schritt zur Selbsthilfe. Frühmorgens verbarrikadierte er mit dem Dienstarztbett das Büro des Verwalters. So kamen zur allgemeinen Erheiterung unsere Ärzte zu einem neuen Dienstarztbett. Behörden und Krankenkassen verstehen eben nicht, dass Kinder nicht kleine Erwachsene sind. Dabei war das Wildermett, das darf ich mit gutem Gewissen sagen, ein Musterbeispiel für Effizienz, Kooperation und Polyvalenz. Kindermedizin ist und wird es immer bleiben, eine rote Zahlenmedizin.
Glaubhafte Solidarität wäre da gefragt. Ein krankes Kind bedarf für Pflege und Behandlung mehr Aufwand, mehr Zeit, mehr Pflegepersonal, von allem eben mehr. Aber der Mensch wird wirtschaftlich erst relevant und interessant, wenn er einmal ins Wirtschaftsleben tritt. Vorher kostet er nur. Wenn sich langfristige Planungen dann einmal auszahlen, dann sind die ehemaligen Politiker längst außer Dienst. Beinahe wäre das Kinderspital Wildermett der Sparwut des Kantons zum Opfer gefallen. Die Berner Gesundheitsbehörden wollten unser Kinderspital schließen. Das Geld, meinten sie, könnte eingespart werden. Die Kinderklinik in Bern würde das dann schon richten. Biel ohne Wildermett, das war undenkbar. Nur durch die großartige Aktion Pro Wildermett, die 65.000 Unterschriften zusammentrug, konnte das Kinderspital Wildermett in die Zukunft hinübergerettet werden. Das war eine einmalige Aktion einer loyalen und einsichtigen, vorausschauenden regionalen Bevölkerung, angeführt durch alle regionalen Kinderärzte und eine breite Ärzteschaft. Was hatte mir doch ein Bieler 1973 eingeflüstert? In Biel kannst du vieles machen, aber es wird dir niemand helfen und es soll auch nichts kosten. Damit waren die Obrigkeiten gemeint, auch die Nachfahren des Ancien Regime südlich vom Bremgartenwald. Geholfen hat sich die Bevölkerung selbst. Abschließend noch eine ganz andere Erfahrung in Biel. Gewissermaßen ein Kind des Kinderspital Wildermett ist unser Entwicklungsprogramm und Engagement in Haiti, was leider vor 2 Wochen zur tragischen Aktualität geworden ist. Es passiert ja immer wieder einmal im Leben, dass einem das Schicksal einen Ball zuspielt. Entweder man fängt diesen Ball auf oder bleibt eben liegen. Vor 20 Jahren verunglückte ein vielversprechender junger Mitarbeiter kurz vor seinem Stellenantritt bei uns am Wildermett tödlich in den Bergen. Das machte mich außerordentlich betroffen. Es entstand aber auch unverhofft eine Lücke im Stellenplan und wie ich Ihnen schon berichtete, wir waren mit dem Stellenetat nicht gerade verwöhnt. Wohl hatten wir immer zahlreiche Bewerbungen, aber so kurzfristig Ersatz zu schaffen, kann auch schwierig werden. Ein weiterer glücklicher Zufall dann. Eine erfahrene Schweizer Kinderärztin hatte bereits über längere Zeit an der Kinderklinik des Hôpital Albert Schweitzer in Haiti das Kinderspital geführt. Sie konnte für ein Jahr freigestellt werden und suchte in der Schweiz eine geeignete Stelle, um einen Fortbildungsaufenthalt, ein sogenanntes Sabbatical, anzutreten. Frau Dr. Katharina Nels stand 2 Wochen später bei uns im Wildermett. Während ihres einjährigen Aufenthaltes machte sie uns rasch vertraut mit dieser ganz anderen Welt, dem ärmsten Land der westlichen Hemisphäre. Insbesondere schilderte sie uns die so prekäre Gesundheitsversorgung. Mitte des letzten Jahrhunderts stiftete und baute der amerikanische Arzt und Philanthrop Dr. Larry Mellon sein Hôpital Albert Schweitzer in Haiti. Er führte die Institution über 30 Jahren bis zu seinem Tod. Heute blickt das Hôpital Albert Schweitzer auf mehr als 50 Jahre zurück. Außergewöhnlich für eine Institution in Haiti. Nach dem Tod des Stifters 1989 entstand erstmals ein finanzieller Engpass. Kathi Nels meinte, ja, jetzt müsst ihr jedes Jahr einen Kinderarzt nach Haiti schicken.
Ein solches Ansinnen konnte ich natürlich nicht dem Berner Gesundheitsdirektor unterbreiten. Gleichwohl fühlten wir uns aufgerufen, Hilfe zu leisten. Es reifte der Plan, einen Verein zu gründen und vorerst ein Startkapital zu öffnen. Ich habe es schon mal gesagt, in Biel ist vieles möglich, aber ja, man muss sich selber zu helfen wissen. In Biel ließen sich dann ein gutes Dutzend Freunde finden, die bereit waren, die Idee aufzugreifen und den Versuch zu wagen, die Idee auch zu verwirklichen. Es waren darunter Kinderärzte, Unternehmer, Rektoren und Direktoren von Lehranstalten, ein Bankfachmann, Politiker und andere Persönlichkeiten. Jeder brachte sein Fachwissen und seine Erfahrung ein. Das Startkapital verdanken wir dem unvergessenen Chefredaktor vom Bieler Tagblatt, Martin Bühler. Er schrieb jeden Tag einen Aufruf in unser Tagblatt. Er publizierte täglich den Spendenbarometer und dieser stieg und stieg. Es kam der fantastische Betrag von 150.000 Franken zusammen. Die Bevölkerung ließ sich anstecken. Es kamen große und auch viele kleine, aber wichtige Spenden zusammen. Kinder verkauften in der Niedaugasse heiße Maroni. Sie spendeten ihr Taschengeld. Jung und alt organisierten Benefizveranstaltungen und das beflügelte uns. Wir hofften, mit diesem Startkapital 2-3 Jahre durchzustehen. Dann aber fanden wir Partner und bald schon können wir unser 20-jähriges Jubiläum feiern. So begannen wir am Kinderspital Wildermett und anderswo in der Schweiz junge Kinderärzte und Kinderärztinnen zu rekrutieren. Sie absolvierten jeweils für 1 bis 2 Jahre Einsätze an der Kinderklinik in Haiti. Im Laufe der Jahre wurden es über 2 Dutzend junge Ärzte, gelegentlich auch ergänzt durch Kinderkrankenschwestern. Sie überzeugten nicht nur durch ihre erfolgreiche medizinische Arbeit, ebenso sehr auch durch ihre Akzeptanz bei der einheimischen Bevölkerung. Ich denke, wir Schweizer verstehen schon im eigenen Lande mit Minderheiten, aber auch mit anderen Kulturen umzugehen. Und das ist außerordentlich hilfreich in der Entwicklungsmedizin. Diese jungen Menschen sind unsere besten Ambassadoren. Das gibt mir auch viel Vertrauen für die Zukunft unseres eigenen Landes. Unser Verein Partnerschaft Kinderspitäler Biel Haiti beruht, wie der Vereinsname beinhaltet, auf einem Geben und einem Nehmen. Wir geben Know-how und Engagement. Das Nehmen aber ergibt sich aus der Begegnung mit anderen Menschen, aus zwischenmenschlichen Beziehungen eben. So erst lernen wir uns selbst erkennen. Zum Erkenne dich selbst braucht es immer ein Gegenüber, Begegnungen mit Mitmenschen. Ein amerikanischer Freund sagte mir einmal, in Haiti, I know better who I am. In Haiti verstehe ich besser, wer ich bin. Die Bieler Bevölkerung blieb unserem Projekt, unseren Programmen treu. Zudem fanden wir Partner und konnten ein ganzes Netzwerk aufbauen. Ich erwähnte schon die Bieler Ingenieurschule, heute Fachhochschule. Ihr damaliger Direktor Freddy Siedler war nicht nur Gründungsmitglied, die Schule entsandte unter ihm junge Ingenieure nach Haiti zur Unterstützung des technischen Dienstes am Spital. Heute ist Freddy Siedler unser Vizepräsident und leitet mit großem Engagement das neue Programm zugunsten einer langfristigen Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung für die Allerärmsten in den haitischen Bergen. Wir fanden andere Partner wie das Schweizerische Tropeninstitut in Basel oder das Westschweizer Kinderhilfswerk Enfants du Monde. Dann
konnten wir auch die Eidgenössische Direktion für Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit, die DEZA, in unsere Programme einbinden. In den letzten 4 Jahren ermöglichte die DEZA mit 500.000 Schweizer Franken die Renovation und zum Teil den Neubau von Außenstationen im Umkreis des Hôpital Albert Schweizer. Sie hören die Stimme der DEZA und sehen ihren Leiter heute fast jeden Tag am Fernsehen, Toni Frisch. Dann, das hat mich besonders gefreut, er betonte, von den vielen Geldern, die uns jetzt zur Verfügung stehen, sind 15% für die Soforthilfe, 85% für die Nachhaltigkeit. Das ist sehr beherzigenswert. Unser Verein hat heute 2 Schwerpunkte. Wir unterstützen seit 20 Jahren die Kinderklinik am Hôpital Albert Schweizer mit Schweizer Kinderärzten und binden heute qualifizierte haitianische Ärzte mit ein. Dieses Programm verfolgen wir weiter. Andererseits engagieren wir uns mit eigenem Personal und auf eigene Rechnung, schwergewichtig auch für die sogenannten Dispensaires, die Außenstationen. Diese sind die Grundlage für eine nachhaltige medizinische Entwicklungshilfe und Gesundheitsförderung ganz allgemein. Es gilt auch, weitere Schulen aufzubauen, denn Erziehung und Bildung sind die Grundvoraussetzung für jede Entwicklungshilfe. Ich habe es schon angetönt, es braucht beides, Soforthilfe und Nachhaltigkeit. So haben gerade unsere Mitarbeiter vor Ort in wenigen Tagen zugunsten des Hôpital Albert Schweizer ein Centre d'urgence errichtet, wo spitalentlassene, aber noch immer pflegebedürftige Patienten und ihre Angehörigen eine erste Unterkunft finden. So viele haben alles verloren und haben keinen Weg mehr zurück in ein eigenes Zuhause. Soforthilfe und Nachhaltigkeit. Es braucht aber auch große und kleine Hilfswerke. Große Hilfswerke wie unsere DEZA, diese denken in großen Maßstäben. Und das ist unerlässlich. Aber kleine Hilfswerke wie unser regionaler Verein haben kurze Entscheidungswege. Wir kennen die Leute vor Ort persönlich, wir können rasch entscheiden und die uns anvertrauten Spendengelder gezielt, effizient und auch gut überwacht einsetzen. Wie immer und überall, das Zusammenspiel von guten zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist wichtig und das lässt auch erstaunlich viel erreichen. Basel, Deutschland, USA, Bern waren die Stationen in unserer ersten Lebenshälfte. In der zweiten Lebenshälfte wurde Biel zu unserer Bleibe. Hier konnte ich dazu beitragen, das Kinderspital Wildermett für unsere Bevölkerung optimal zu positionieren und auch für die Zukunft zu verankern. Daraus herausgewachsen ist das jetzt gerade erwähnte neue Engagement für Haiti, speziell für seine Kinder. Es wird für dieses Engagement einen sehr, sehr langen Atem brauchen. Nun, neben einer ausklingenden Praxistätigkeit und dem Engagement für Haiti finden meine Frau und ich in Biel neben sehr vielen Freunden auch gutes Theater, viel Musik, Museen wie das Neuhaus, Ausstellungen und für mich nicht zu vergessen auch den Seeclub Biel. Alles in allem ein ideales Ambiente, auch als Alterssitz. Ich danke Ihnen.